Also, mit dem Bela habe ich schon kurz geredet. Wie geht es dir, Monika? Wie fühlst du dich hier oben? Auf 4.500 Meter knapp. Einfach wahnsinnig. Ich kann es gar nicht erklären. Wie war denn der Aufstieg für dich? Hast du es gut geschafft? Also, ja, nicht das Seil habe ich. Der feste Seil habe ich in der Krise gehabt. Ja, da haben wir es gleich durch. Also fast umgekehrt. Gell, Hermann? Hermann hat Geduld gebraucht. Und hättest du es so streng erwartet? Ja, nein, eigentlich so streng nicht. Nein. Also, jetzt müssen wir aber so gleich weit wieder runter, das weisst du. Mhm. Das ist also erst Mitte, das ist eben ein der Frust eigentlich, haben wir das Gefühl, wir haben es erreicht. Und man ist erst in der Hälfte. Wäre schon noch schön, wenn wir von oben hier oben anrufen könnten, hä? Hä, was meinst du? So eine Telefonkabine gegeben. Du würdest hier anrufen, meinst du? Ja, das würde ich also, schon. Also schau, ich spiele jetzt ein bisschen Rudi Kanell. Sie können anrufen, wenn sie wollen. Wir verloben uns hier am Telefon, ja! Probieren wir mal. Hallo? Hallo? Wer ist dran? Sepsi! Hey! Ich bin leider im Hintergrund, ja. Ich hätte das immer so genommen. Super! Ich bin wahnsinnig stolz auf die Chef. Sollen wir schon wieder anbrüllen, sehen Sie? Das ist ein Kinderbier. Minus ist auch da. Wer ist Minus? Das ist Büsi. Das Büsi? Ja. Sag mal, hast du die Sendung geschaut daheim? Ja, ich habe einfach nur eingeschaltet, um zum Kassettenwechsel. Du hättest Angst, hat Monika gesagt. Ja, ist also, das richtig? Ich bin nicht im Bett am Zittern, aber ich habe schon ein bisschen Angst. Ja. Hast du schon ein bisschen Angst? Bist du mal böller, wenn sie wieder drinnen ist. Also, wir führen sie sicher wieder runter. Kannst du wieder reden, meinst du? Sie kann nicht Also. Ja, aber sie hört sie nicht. Ja, natürlich hört sie dich. Was meinst du, wieso brüllen sie? Wegen ja. mir, oder was? Ja, ja.